Und herzlich willkommen, ich habe es leider vergessen zu sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von XOM2. Ich bin Ankum, wir sind hier auf der Avenger und ich habe gerade eine Kommunikationszentrale noch gebaut, damit wir auch noch die restlichen Widerstandsleute anstickern können. Und die Energierelais hier müssen wir nochmal upgraden. Erst einmal so. Energierelais verbessert. Das sollte erstmal reichen fürs Erste. Und dann schauen wir mal, was draußen so los ist. Was haben wir da als Letztes gemacht? Genau, wir haben ja sind auf den Guerilla-Angriff eingegangen. Da hinten gibt es Informationen. Nicht jetzt. So, aber ich will eh da hinten hin. Ach, wieso ist denn die Karte auf einmal so... startet nicht so richtig. So, was haben wir denn drüben gemacht? Funkrelais werden eingerichtet. Genau, das haben wir da drüben gemacht. Setze Kurs auf Sektor 1. Die Arktis. Ja, die Arktis. Ja, und hier wollten wir ein bisschen... Höre sie laut und deutlich. Bauen. So, mehr Vorräte. So, Information. Alien-Legierungen und Iridium-Kristalle. Oder wir bauen hier den Turm aus. Wir bauen dort den Turm aus. Wir bauen dort den Turm aus. So. 1, 2, 3. Neues Forschungsprojekt. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die ungewöhnliche Erscheinung dieser Kreatur, wie bereits von Shen vermutet, scheint es in der Tat so zu sein, dass diese Kreatur nur innerhalb der Grenzen ihres massiven Schutzanzugs lebensfähig ist. Zum Leidwesen unserer Truppen stellt der Anzug selbst, auch unabhängig vom Status seines Trägers, eine starke physische Bedrohung dar, wie wir zu unserem Erstaunen auf dem Schlachtfeld feststellen mussten. Ja, das war ein bisschen uncool. Dass mir da auf einmal so ein leeres Vieh entgegenläuft. Die Ältesten waren... Abgesehen von ein paar Monumenten haben die meisten Menschen in den Stadtzentren noch nie einen gesehen. Zu wissen, dass die Ältesten an einer tödlichen Krankheit leiden, erklärt ihre Abwesenheit in der Öffentlichkeit. Aber die Frage ist, was für eine Krankheit könnte wohl jenseits ihrer weitreichenden Heilfähigkeiten sein? MS. Wird ja sein, die verlieren ja Muskelgewebe und Gedöns. Dem fehlt wahrscheinlich irgendwas, was ihr Körper braucht zum Existieren. Schnell angezogen, alle Rüstung, Westen, bla, sofort abgeschlossen. Ja, toll. Da haben wir keine Vorräte mehr für. Und alles andere ist auch soweit cool. Und noch ein bisschen Information sammeln oder so ein Quatsch. Ich würde ja auch gleich die Basis hier mal angreifen, die Alien-Schmiede oder wie das Ding hieß. Oder das rote Ding. Aber erstmal nehmen wir noch hier die Information mit. So. Ich hoffe, da ist die Autopsie fertig. Die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Der Umstand, dass dieser gepanzerte Schutzanzug auch nach dem Ableben seines ursprünglichen Trägers noch weiterkämpft, ist erstaunlich. Ich werde Shen zu... So, die Forschung da ist auch durch. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich. Ja, das ist auch eine Waffe. Ressource gefunden. So, Information. Oh, das ist weg. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Alles klar. Alien-Einrichtung oder das Ding? Ah, schwierige Entscheidung. Wir haben zu treffen. Das müssen wir wahrscheinlich einfach wieder sprengen. Aron Codex, Torwächter, Elite-Soldat. Attacke. Setze Kurs auf Ost. Schrotten wir erstmal das Avatar-Bau-Ding da oben. Bevor wir uns dann der nächsten Mission da unten widmen. So. Team ist vollständig und ausgerüstet. Starten wir. So,
Missionsdetails erzähle ich euch gleich, wenn wir angekommen sind. Manus 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X-4-Ladungen. Ja, wie er schon sagt, wieder reingehen, Ladung setzen, Attacke und weg. Begebe mich zum Ziel. So, erstmal hier jemanden positionieren. Und wir müssen einfach rein, wieder eine Bombe legen und Attacke und weg. Halte die Augen offen. Position bestätigt. So. Mit schon rüber. Dabei. So, wieder einmal hier durchkämpfen und alle evakuieren, um sie nach Hause zu schicken. Und ab geht's. Und ab geht's. Er ist Batman. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hallo Gegner. Hallo Codex. Wie geht's deinem Podex? So. An mir kommt niemand vorbei. Bereich gesperrt. Bestätigt. Rücke aus. Geh dahin. Verstanden. Halte die Augen offen. Rücke zur Zielposition vor. So, dahin. Mir entgeht nichts. Gut, stellen wir die einfach mal nebeneinander. Müssen wir jetzt halt einfach mal machen. ...70% Quit-Chance. Das wird auch gut gehen. Ja. Bedrohung ausgeschaltet. So, jetzt wissen sie, dass wir kommen. Und du bist der Nächste, der stirbt. Denn alle werden auf dich schießen. Voll die gute Frau. Oh. Die gute Frau schießt dann was voll daneben. Ja, wenn die schießt, tut das weh. Oh, Loot. Nicht schlecht. Das ist es, oder? So, da hoch. Tempo. So, da auf die Europalette mit der Scharfschützin. Schön vorsichtig. Na los, zeigt euch! Zu Befehl! Schön nebeneinander stellen, dass irgendjemand Flächenangriffe macht. Gebe Feuerschutz! Okay. So, und dahin. Oh, ein Kern, sehr schön. Das sieht nach dem Zeug aus.
Oh, wir haben gar nicht geguckt wegen dieser komischen Servowaffe, die wir erforscht haben. Wir Dummerchens. In Ordnung. Einen komischen Plasmabündler oder was das war. Bin dabei. Feuerschutz. So. Und ab geht's. Ab geht's zu dem Baum. Habe Blickkontakt zu einer Admin-Stellung. Oh Gott, hallo Auge. So, wir schießen auf den unten, oder? Ja. Der sollte ja noch Geschichte sein. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So, weggesplattert. Bin dabei. Na los, zeigt euch! Feuerschutz! So. Daneben. Wir haben das Haus getroffen. Yay. Nimm seine Rüstung mit. Wenn wir ihn getroffen hätten, hätten wir bestimmt Rüstung kaputt gemacht. Aber so haben wir ein bisschen sein Haus umdekoriert. Ja, 5 Rüstung, die Sau. Panzerung getroffen. Sie haben mich erwischt. Bin getroffen, bin getroffen. Autsch, 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 autsch. Heftiger Schuss auf die dicke Nudel da hinten. Ey. Okay, nicht erwischt. Ja. Was ist da dran? Okay. So, Gremlin-Heilung, Attacke. So, treffe ich beide und den Baum des Typen. So, 5 Schaden, keine Rüstung mehr. Hat er gesagt, dann sind wir im Arsch? So, du schießt durch die Rüstung. So, gehen wir erstmal wieder in richtige Deckung. Ja, was soll's, dann ist er wenigstens tot. Warum wir bei den anderen auch nur 52% Trefferchance haben, hätten wir mal gucken müssen. Hoffen wir auf sein Ende. Geht doch. Und das halbe Gebäude zerlegt damit. Ziel eliminiert. Eliminiert. Gebe Feuerschutz. So. Dann tun wir mal eine Nachladung tun. Schon unterwegs. Wenn wir da vorne stehen.
Ja, das war jetzt nicht so mein Plan. Ich wollte eigentlich nachladen. Dann mal los. Ich bin bereit. Na los, zeigt euch. So, nachladen. Waffe geladen. Ich rücke aus. Ja, mach das. Alles klar. Turret, hi. Hi, Turret 2. Gehen wir mal auch mit denen so langsam nach vorne. War voll dumm, dass wir vorgelaufen sind. Nachgeladen. Gebe Feuerschutz. So, weiter hoch. Genau, die Scharfschützen müssten das Ding noch treffen. Fünf Schaden nur. Geht so. Los, los, los! Na, du bist eine Scharfschützin. Bin dabei. Bin unterwegs. So, Gremlin Man, rein mit dir. Du auch mal mit dicker Kanone. Er leidet schweren Schaden. Utsch. Er kann mich sehen, ich ihn aber nicht, oder was? Oh, jetzt doch. Dann war's das mit dir, Turm. Frecher Turm. Abgeprallt. Abgeprallt. Im Nahkampf. Zeig's dem Turm. Oh. Hi, Codex. Feindliches Ziel erledigt. Oh oh. Oh, oh. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Huch. Mir entgeht nichts. Wird gemacht.
Rein mit dir. Menace 1-5, Sie sind bei der Zielposition. Ich weiß. Und der da oben ist in einer richtigen Scheißsituation. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Es hat zu viel Rüstung, das Teil. Abgeprallt. Was genau hat er jetzt vor? Oh, die Scharfschützin ist fast tot. Die Flanken decken! Schwerer Beschuss in dieser Zone! Codex, Trefferputz. Nee, ist nicht der Codex. Das ist der Codex. Vier, acht, zwölf. Bitte stirb. Puh. Und nachgeladen. Rock'n'Roll. Okay. Panzerung getroffen. So, er macht dicht, alles klar. So, muss definitiv geheilt werden. Los, heile! Oh Mann, das ist echt gerade eine Konzentration, die darum ich hier in Schweigen bin, genau. So. 8 TP geheilt, das ist schon mal nicht so schlecht. So, mach das Ding da oben fertig, Mann. Munition. 95% stirb. Feind terminiert. Puh, das hat plötzlich gerade noch so gepasst. So, damit sterben die Zombies auch wieder. Ah, Beförderung verdient, aber... Da sind, das klang so, als ob da 1 Million Zombies runtergefallen wären. Menace 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Ja, wir sind fast da. Bis auf die ein oder andere Scharfschütze.
Du dummes Kackvieh. Weitere Feinde im Anmarsch. Okay, dann lassen wir die Scharfschützen noch da stehen, wo sie sind. Auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Die vielleicht nicht, die muss eh nachladen. Es kann losgehen. Bin dabei. Du wirst hier schön die Evakuierungszone ins Blick, in den Blick nehmen. Hier kommen sie nicht durch. Bereit für den Angriff. Rücke aus. So, hoch der Scharfschützen. Schon unterwegs. So, du gehst dahin. Auf geht's. Schon unterwegs. Nein. Fuck. Da haben wir einen, der Dingsschutz machen kann. Und dann schicke ich ihn ein Feld zu weit. So. Er hat jetzt nur eine, die ganze Bürde auf sich. Hier alles wegzutnehmen, was so gleich erscheint. Natürlich, Roboters, zwei Stück. Drei. Oder doch nur ein Schildträger und kein zweiter Mech. Mech. Hier sind Admin-Truppen. So. Die einzige mit Feuerschutz. So, du müsst aber auf alle schießen, oder? Habt ihr das gesehen? Ja. Sehr gut. Nicht schlecht. Jetzt noch der Große, wenn er sich bewegt. Bewegt sich natürlich nicht. Na, was hast du jetzt vor? Ein kleiner. Ich hoffe, das gefällt dir. Von der Rüstung abgeprallt. Schwerer Mech. War mal. Jetzt bist du nur noch ein Haufen Schrott. Das war echt gut. So, tot von oben. Können wir sogar nochmal nachladen. So, laufen wir mal vor, dann können wir gleich nochmal die Pistole in die Hand nehmen. So, Pistolen, Feuerschutz. 4. Schwerthieb auf Codex. Klonen. So, das war's dann wohl. Feind terminiert. Und den da. Schön zerplatzt ist er. Schön. Bist du noch mehr?
Yeah, Beförderung verdient. Mehrere Feinde nähern sich unserer Position. So, jetzt müssen wir uns aber echt langsam zurückziehen. Menes 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. So, fangen wir mit dir mal an. Und ich glaube, damit können wir das wieder umpositionieren. Bereit zum Abmarsch. Hoffe ich zumindest, sonst wird das gleich sehr, sehr eng. Die kommt rein. Er schafft das auch. Die beiden sowieso locker. Ab nach Hause. Ja, mit dem Seilchen. Bin unterwegs. Uiuiui, bist du das? Bereit zum Auf dem Weg nach Hause, oder was? So, die beiden noch. Und dann hoffentlich klappt das so, wie ich mir das denke. Ich bin weg. Sonst wird das gleich sehr, sehr ärgerlich. So, Nummer 5. Und ab geht's. Holt sich hier raus! Genau, das geht doch. Sehr gut. Hat halt nur diese gewisse Abklingzeit, bevor das geht. Und nach Hause. Evakuierung bestätigt. Tschüss. Und warte zu. Das haben wir so toll gemacht. Meines 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen detonieren. So, alle Gegner getötet. Alle Gegner getötet. Ich bin sehr stolz auf uns. Trefferquote 100%. Wir haben echt immer getroffen. Nicht schlecht. So, wir sehen uns gleich auf der Avenger. So, zurück von der Mission und sogar 3 Beförderungen haben wir uns eingefahren in dieser Runde. Sehr schön. Woo! Woo! Unser Ranger ist heftigster. Ein vernichtender Nahkampfketten. Kettennahkampfangriff. Dessen erster Nahkampfangriff nicht verfehlen kann. Für jeden Nahkampfkill im Sensimer-Modus erhältst du eine zusätzliche Aktion. Jeder weitere Nahkampfangriff richtet jedoch weniger Schaden an. So, und was er schnell feuert. Feuert zweimal nacheinander auf einen Gegner. Jeder Schuss unterliegt einem Zielsicherheitsabzug von 15%. Ja, dann finde ich das hier vielleicht doch ein bisschen cooler. Vielleicht aber auch nur. Ich hätte wahrscheinlich das andere doch eher nehmen sollen. Ruhige Hand. Mehr kritisch. Mehr Sicherheit. Und du, Großer? Ja. Dafür kriegen wir nochmal Verbesserungen auf Dingsbumstens hier. Zielschussgenauigkeit. Fortschrittlicher Lader. 10% zu töten, sofort. Die Alien-Einrichtung ist nur noch eine Ruine, Commander. Ausgezeichnete Arbeit. Ihre Bemühungen haben die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher verlangsamt. Auf jeden Fall. Schauen wir mal kurz rein. Müsste jetzt wieder schön einen Punkt zurückgehen hier oben. Das ist so schön. Einrichtung in Osteuropa zerstört.
So, wir haben aber nichts weiteres, was wir so nebenbei scannen können. Können keine Kontakte erstellen, können nichts sondern machen nebenbei. Dann fliegen wir zurück ins HQ erstmal. Setze Kurs auf den westamerikanischen Bezirk. Wir haben nämlich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Geld wieder gemacht. Nein, haben wir nicht. Aber wir können mal kurz reingucken. Commander. Ah, nur ein Wissenschaftler. So, verdrödeln wir einfach mal ein bisschen Zeit. UFO-Position ansehen. Erstmal ignorieren. UFO-Landung, Einsatz einsehen. Okay, gut. Somit wären wir dann am Ende der heutigen Episode von... Genau, hier, XCOM 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen werden wir diese UFO-Mission starten und uns die Sachen aus dem UFO erbeuten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und natürlich nicht zu vergessen, Däumchen da lassen und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bye, bye. Yeah.